Hallo, hier spricht der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Schön, dass du da bist. Heute geht es um das Aktzeichnen. Tipps zum Aktzeichnen findest du auf meinem Kunstblog. Das habe ich dir unten verlinkt. Und Aktzeichnen ist natürlich damals, als ich an der Akademie war, war es das Grundstudium. Also es ging schon los, dass man das nicht unbedingt musste. Es gab auch welche, die sagen, ich male sowieso abstrakt und muss ich auch nicht Akt malen können. Das ist jetzt eine geteilte Meinung, das kann man so sehen, wenn jetzt jemand sagt, ich male nur Streifen, dann ist es schon möglich, dass er nicht Akt zeichnen können muss. Allerdings verändert es deine Fertigkeit, also deine künstlerische Fertigkeit. Denn beim Aktzeichnen siehst du immer sofort, ja, hat es geklappt oder hängt irgendwas, ja? Also wenn du jetzt einen Baum malst, es ist mehr oder weniger für den Nicht-Botaniker und Nicht-Baumveredler, egal wo der Ast rauskommt, zum Schluss muss es eben so ungefähr aussehen wie ein Baum. Aber beim Menschen sieht man das natürlich sofort, wenn der Arm jetzt irgendwie beim Bauchnabel rauskommt, dann ja, ist das schon irgendwie eine seltsame Angelegenheit. Und deswegen hat der Akt natürlich auch so ein Kontrollmedium, wo du sehen kannst, kriege ich alle Formen zueinander in den Griff. Dann ist es auch noch so, also du musst dir vorstellen, siehst du jemanden von der Ferne gehen und du kennst die Person, erkennst du die wahrscheinlich, obwohl du das Gesicht nicht gesehen hast. Woran erkennst du die Person? Naja, an den Proportionen und am Bewegungsapparat. Das heißt also, wie bewegen sich diese Proportionen jetzt? Du wirst also über den Akt auch besser komponieren können, weil du einfach kleine Formen, zum Beispiel wie die Hand, den Kopf, den Fuß, den Arm und die Länge der Beine zum Körper, weil du das einfach alles über den Akt gelernt hast und über die Finger ganz gut in den Griff bekommst. Aktzeichnen bedeutet natürlich auch, dass du dich mit Proportionslehre auseinandersetzt und da kann ich dir sagen, so ziemlich alles, was du in den Büchern siehst, das ist sehr steril gesehen. Also mit dieser Proportionslehre kann ich so auch nichts anfangen. Also dass der Kopf jetzt achtmal in den Körper passt, ja, hurra, das habe ich jetzt auch schon oft gelesen. Also wie wendet man jetzt diese Proportionslehre aber beim Akt an? Also da wird es doch interessant. Tja, und das wird aber nie erklärt. Dann im Studium zum Beispiel war das so, mein Professor, der hat den Erstsemestern, da bekommt man so ein Einstellungsgespräch und dann erzählt der Professor, was jetzt alles von einem erwartet bis zur Probewand hin. Ja, zweites Semester, ungefähr in der Mitte, gibt es eine Probewand, das heißt von drei Professoren, die gehen dann durch. Da braucht man mindestens zwei Stimmen. Sonst war es damals so, dass man einfach wiederholen musste, war natürlich schmachvoll, nochmal wiederholen zu müssen. Und wenn es blöd ging, konnte man auch von der Akademie fliegen. Das heißt, also zu uns hat er gesagt, also wir haben ein eigenes Aktmodell, nutzen Sie das aus. Denn wenn Sie aus dem Laden hier rausmarschieren, werden Sie ziemlich lang brauchen, bis Sie sich ein Aktmodell wieder leisten können. Außerdem sollten Sie dann ja Akt zeichnen können. Deswegen sind Sie doch hier, oder? Und stellen Sie sich das so vor, Sie bekommen zum Beispiel einen Auftrag angeboten und der Auftraggeber sagt, machen Sie mir doch noch ein paar Zeichnungen zu Ihrem Konzept, damit ich die meinem Gremium vorlegen kann, aber es ist schon sicher, Sie kriegen den Auftrag. So, und jetzt geben Sie Kinderzeichnungen ab, weil Akt zeichnen und zeichnen haben Sie ja gar nie gelernt. Da kriegen Sie den Auftrag nie. Und das fand ich derart einleuchtend, dass ich wirklich vom ersten bis zum letzten Tag Akt gezeichnet habe. Und ich hatte einen Freund an der Akademie, der war Bildhauer und ein Semester lang habe ich dem dann geholfen, diese großen Figuren abzugießen, weil ich das unbedingt wissen wollte, wie man so große Figuren abgießt, wie man jetzt also aus einer Tonfigur eine Gipsform macht und aus der Gipsform dann wieder eine Betonfigur. Also das fand ich total spannend. Ja, und das hat mir auch dann eben geholfen zu verstehen, wie man jetzt mit der Proportionslehre praktisch umgehen kann.
Proportionslehre, das bedeutet wieder, du musst dir vorstellen, alles, was ungefähr die Proportionen eines Menschen hat, finden wir sympathisch, weil wir uns darin erkennen. Und deswegen ist die Proportion wichtig. Aber eben auch die Linienführung. Also es gibt ja Aktzeichnungen von Handwerkern, also gut gemachte, so Aktprofessoren, ja. Ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber das ist gut gemacht. Und da bewundere ich dann, wie hoch seine Kunstfertigkeit ist. Aber ich schaue das nicht an, weil mir der Akt gefällt. Das ist nur eine hohe Kunstfertigkeit. Schaust du aber die Aktzeichnungen von Egon Schiele an, stellst du das gar nicht in Frage, ob der Akt zeichnen kann, sondern du bewunderst die Darstellung. Bei dem Akt, den ich hier male, ging es mir zum Beispiel nicht darum, dass ich den irgendwie in einen dunklen Raum stelle oder so, sondern es geht mir darum, dass ich freie Farbe aus freier Farbe den Akt definiere. Und das fand ich jetzt viel, viel ansprechender, als wenn ich den da irgendwie so rosarot angepinselt hätte. Also das kann ich machen, das interessiert mich aber nicht. Die so ganz realistisch Akt gemalt haben, hat man übrigens in der Akademie Schamhaarpinsler genannt. Also darum ging es gar nicht, sondern das war dann so, wenn man jetzt den Akt nach dem zweiten Semester hoffentlich hinbekommt, ging es darum, dass man diesen Akt verändert. Also das ist auch das wieder, was Egon Schiele gemacht hat, ja, dass diese Figuren so eigentlich kaum lebensfähig wären. Die sind dann viel zu dünn und auch die Verrenkungen, die der gemacht hat, also das ist wirklich ganz, ganz klasse. Und wenn du jetzt so eine Figur malen kannst, hast du eben immer noch so diesen Hintergrund, wäre das Ganze möglich, also wäre diese Übertreibung möglich. Und das alles ist Aktzeichnen und eben dann auch noch so die Kenntnis über Farbe und was ich aus der Farbe allein heraus machen kann. Und wir sind jetzt wieder am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir jetzt endgültig einen schönen Muttertag, falls du Mutter bist. Und den anderen einfach so einen schönen Tag. Wir sehen uns zum nächsten Video. Gib mir ein Like, wenn dir mein Video gefallen hat und schreib doch gerne was in die Kommentarleiste, wie du zum Aktmalen stehst, vor allem zu Egon Schiele, einer der größten. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin. Adios, euer Gerhard.